Hallo zusammen und willkommen zurück zu Hypixel Skyblock. Und weiter geht's hier in meinem Häuschen und ich habe da ein bisschen weitergebaut. Ich streame das Ganze immer. Heute Abend wahrscheinlich nicht. Link zum Stream, aber trotzdem in der Videobeschreibung. Heute Abend streame ich wahrscheinlich etwas anderes. Oder vielleicht doch Hypixel? Mal gucken. Wie gesagt, Link ist da unten. Einfach mal anklicken. Man kann wohl auch zuschauen, ohne angemeldet zu sein. Ähnlich wie bei Twitch und YouTube und Mixer und den ganzen anderen. So, ich zeige euch mal ganz kurz, was hier passiert ist in der Zeit, wo ich quasi nichts hochgeladen habe, weil ja auch Core nebenbei noch läuft. Zum einen bin ich jetzt mal hergegangen und habe ja schon mal so ein paar Gravel-Wege gelegt. Muss natürlich noch ein bisschen angeglichen werden, genauso wie mit ein paar Bäumen, ein paar Büschchen. Jerrys werden immer mehr. Also ich kriege immer mehr Jerrys. Das ist, glaube ich, sehr spezifisch hier auf meiner Insel. Dann habe ich hier noch ein bisschen weiter gebaut. Hier hinten habe ich mal angefangen, einen kleinen geheimen Eingang zu bauen. Quasi kann man hier links am Haus vorbei und hier unten nochmal rein. Da ist allerdings noch nicht nichts. Aber zumindest haben wir jetzt hier schon mal so die Insel gestylt. Also überall kommen halt so Sachen hin und so, dass die dann komplett nachher so aussieht und verwachsen ist und überall Büsche und Lianen und wie es alles heißt. Ist aber sehr aufwendig und langwierig, wenn man so möchte. Und man braucht auch Material. Langsam geht mein Material aus. Der Kollege hier farmt immer noch Quarz. Einmal normalen Quarz und einmal noch Enchanted Quarz, weil ich mir noch einen, ich glaube, einen Day, so ein Tagesamulett holen möchte. Und, genau, das war soweit draußen. Haus von innen, da ist auch ein Jerry. Haus von innen baue ich auch immer ein bisschen weiter aus, brauche allerdings, weil es einfach riesig ist. Ich habe jetzt hier ein paar Lampen hängen, hier unten ein paar Lampen, dass die Eingangshalle ein bisschen ausgeleuchteter ist. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen weiter gebaut. Also genau, das hier geht einmal in die Bibliothek dann rein. Da ist hinten die Wand schon fertig, da sind die Sachen fertig. Hier ist die Höhe. Muss allerdings, wie gesagt, noch alles ausgebaut werden. Gehen wir weiter hoch. Hier ist noch nichts. Und ihr seht schon, das Haus ist von innen auch, boah, da sind überall Jerrys, auch sehr, sehr groß. Also es dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage. Schreibt ganz gerne mal rein, ob ihr dabei sein wollt. Ob das vieles in Folgen sein soll oder auch nicht. Genau, dann habe ich hier noch ein bisschen umgebaut. Hier geht es jetzt hoch zu einer Mob-Farm, wenn man möchte. Davon habe ich auch mal ein Video gemacht. Wenn man halt sehr, sehr viele Mobs farmen möchte und die manuell töten möchte, dann kann man daher gehen. Schwing. So. Genau, da ist die andere Farm. Ich glaube, die geht auch noch. Kurz warten, ob da Wasser rauskommt. Ja. Kommt Wasser raus. Die Netherwarzen fallen da runter und gehen da rein. Mit den Netherwarzen baue ich gerade übrigens einen Minion auf maximale Stufe. Genauso wie hier. Hier sind gerade die Kartoffelminions am Start. Ich wollte quasi die Kartoffelminions upgraden und nachher quasi Hot Potato Bücher bauen. Kann man sich natürlich auch kaufen. Ist wohl auch einfacher zum Teil. Oder schneller, aber auch nur, wenn man wirklich Geld hat. Da sind die Hot Potato Books. Guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Gehen wir gleich mal aufs Recipe, ne? Und gucken uns das Ganze mal an. So, jetzt mal angenommen, wir haben... Das glaube ich auch wie mit den Blöcken, die man baut. Braucht da sehr, sehr viel von. Aber ich habe ja auch viele Minions hier, die gerade arbeiten. Und je mehr Minions ich habe, desto mehr Minions kann ich bauen. So, weil normalerweise war es doch dann... Warte. Ja, war nix. So und dann so. Dann hat man eine Baked Potato. Und ich glaube, für dieses Buch braucht man... Ah, eine Baked Potato braucht man und quasi Paper. Ist ja da nix eigentlich. Warum sagt man denn, da brauchst du so lange? Was ist denn da los? Das habe ich ja mal eben gebaut. So. Alter, 512 Carpentry. Krass. Aber gut, man braucht halt 10 Bücher pro Ausrüstungsgegenstand, ne? Ist ja nicht mal eben gemacht. Und Papier braucht man halt auch noch. Papier müsste ich aber hier noch haben. Sehr gut. Und wenn ich jetzt hergehe und mache hier mal eins rein. Ah, ne, andersrum, ne? Andersrum. Voll gut so. Hot Potato Book. Bling. So, Buch Nummer 1. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Wenn ich jetzt überlege, wenn die Minions hier noch upgegradet werden, dann geht's mega ab. Jetzt gehen wir mal in die Bibliothek. Boah, ich kenne mich hier schon voll aus. Hier fehlen natürlich auch noch Kronleuchter und sowas. Und dann nehmen wir den Bogen mal. Mit so einem Buch. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken, was passiert. Ah hier, Hot Potato Bonus. 2 Stärke und 2 Damage. Nice, oder? Was macht das hier zum Beispiel? 2 Defense und 4 HP. Oh, man kann alles upgraden. Und dann mache ich so.
Ach da, in Klammern, das Gelbe, plus 2. Boah, geil. Okay, noch 9 für den Bogen, 10 für das Schwert, 10 für den Helm, 10 für die Brust, 10 für die Beine, 10 für die Schuhe. Das ist doch mal easy. Aber eigentlich geht's. Jetzt mal runter und grade nochmal eben ein paar Leute ab, dass wir noch ein paar Leute bekommen. Ich brauche auch langsam neue Suppen, by the way. So, collect. Ah, genau, 16, 16, 16. 1, 2, 3. Ist ein Stack. Ein Stack? Zwei Stacks. Ja, zwei Stacks bräuchte ich eigentlich noch. Dafür kriege ich ja schon fast ein Buch, Mann. Ah, cool. Aber hier kann man sehen, mit so einer Armee macht man sich quasi Bücher und das braucht ungefähr... Ja, braucht glaube ich schon lange, weil überlegt so, jetzt in der einen Nacht habe ich quasi ein Buch gemacht. So von gestern auf heute. Und dann braucht man halt ein paar mehr Nächte und dann geht's ab. Und dann geht's mega ab. So. Und ganz wichtig, verschenkt oder verkauft nicht alle Rüstung, die ihr habt. Weil zum Beispiel dieses Miners Outfit kann man so wunderschön benutzen. Um hier mal eben schnell ein paar Steine wegzuhacken. Warte mal, also geht zumindest schneller. Ist das die schnelle Pickaxe? Doch, Efficiency 5. Weil man hat ja immer so ein bisschen Haste. Ich meine aber, das ging mal schneller. Ich glaube, ich habe irgendwas nicht an. Doch, eigentlich schon. Haste 2. Dann ziehen wir das hier noch ab. Oder bin ich hier auf dem Boden? Doch, bin ich. Okay. Weil dieser ganze Berg muss hier weg. Das war am Anfang ein bisschen blöd gewesen. Ursprünglich dachte ich, ich mache die Insel halt total ausgefüllt. So, dann kam ich halt auf die Idee, ich mache hier quasi neben der Insel überall noch diese gezauberten Inseln. Also kann man ja machen, so aus verschiedenen Biomen. Und dann dachte ich mir, gut, dann ist das schon mal voll. Und jetzt denken wir so, boah, jetzt muss das alles von Hand weggebaut werden. Das ist total blöd. Weil ich möchte ja dann auf der anderen Seite auch noch ein paar Minions haben. Vor allen Dingen möchte ich hier die Minions haben, die verantwortlich sind für die Suppen. Ich glaube, die werde ich auch immer stehen lassen, so dass ich die ganze Zeit Suppen craften kann. Sprich Redstone, Glowstone und eine Minion für, wie heißt das? Für Pilze. Und dann haben wir quasi die Minions, die quasi für die Flugsuppen verantwortlich sind. Hier für die. Magical Mushroom Soup. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Wer das nicht gesehen hat, klickt einfach mal, wenn ich dran denke. Oben rechts. Da müsste die Suppe drin sein. Und dann können wir gucken, wie die geht. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das... Ich meine, klar, manche sagen so, ah, wird doch jeder wissen. Aber wenn man damit gerade anfängt mit dem Game, hier weiß man gar nichts. Also ich wusste am Anfang auch nicht, dass man fliegen kann, bis mir einer so eine Suppe mal zugeworfen hat. Warum auch immer. Wahrscheinlich so ein Drogendealer, der einen eine Suppe zuwirft und wenn man dann sagt, boah, 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 cool, dann will der dafür Geld haben. So. Guck mal, da können wir fast zubauen. Bauen wir das hier zu? Das ist eigentlich so total weird. Man hat hier dann überall so Räume, die aber eigentlich gar nicht so abschließend sind. Und man denkt, man ist im Erdreich, aber drumherum ist einfach nichts. Muss ich alles noch zubauen, dass man hier nicht von irgendeiner Seite in das Haus kann, sondern immer nur durch die Haupttür. Das wäre so cool. Können wir eigentlich mal ganz kurz anfangen. So, Hot Potato Buch. Wusste ich gar nicht, dass ich schon eins bauen konnte gerade. Weil das kam ja auch gerade erst rein, das Rezept. Voll geil. Voll geil. So, warte mal, Miners Outfit. Und Lapis, beziehungsweise Quarz haben wir hier. Ah, Lapis brauchen wir auch noch. Brauchen da so viel. Und fällt mir ein, ihr könnt auch ganz kurz gucken, wo ihr mehr Minions bekommt. Wenn ihr quasi da drauf seid, dann bei Collections. Und dann hier unten bei den Minions, Crafted Minions. Ah, da sieht man zum Beispiel, guck mal, Clay Minion, nein, noch gar nicht. Krass. Ja, hier kann man noch einige hoch. Flower Minion gibt es noch in der Dark Auction. Netherward Minion, den mache ich gerade. Ja, sind auf jeden Fall noch sehr... Boah, sind die viele, ey. Blaze, Chicken, Sheep, Jungle, Arcadia und Dark Oak. Und Rabbit. Und Ghast. Die ist auch gut. Slime Minion, Level 1 habe ich noch nicht gecraftet. Aber 2, 3 und 4, das ist total weird. Genau wie Kuh. Spider Minion ist fertig, Skeleton Minion auch. Das war auch so krass einfach. Okay.
Ich gucke nochmal eben, ob wir das hier hingebacken kriegen. Ich würde auch sagen, dass wir hier in den Ecken Treppen machen, damit das nicht so hart aussieht. Hart. Einfach so hart. Oh Mann. Sind überall Blöcke in der Luft? So viel Quarz haben wir jetzt hier gar nicht mitgenommen, ne? Wie gesagt, ich will hier alles zu haben. Alter, warum hängt das denn so? Und obendrauf kommen auch noch ein paar Sea Lanterns. Die sind super hell, sodass hier keine Monster obendrauf spawnen. Ich meine, gut, zum Glück spawnen keine Creeper oder so. Aber die anderen schören ja auch irgendwo. So, machen wir das hier mal eben zu. Voll die geile Baufolge eigentlich. Und ihr könnt natürlich oben abstimmen auch nochmal, ob es mehr Baufolgen geben soll oder mehr spezielle Folgen. Spezielle Folgen würden dann, sag ich mal, wahrscheinlich ein bisschen seltener kommen. Aber so eine Baufolge ist ja auch eigentlich ganz interessant mal. Je nachdem, wie man oder was man baut. Okay, warte, der kommt raus. Ich mache jetzt über den Min jetzt nochmal diese Sea Lanterns. Eigentlich beste. Beste Stelle für Sea Lanterns. Oh mein Gott. Und dann gucken wir gleich mal, wie es aussieht. Ich glaube, wir machen jetzt so zwei rein fertig hier. Oder beziehungsweise das weg. Dann hole ich Treppen, Sea Lanterns. Und dann sehen wir ja auch, wie das Ganze aussieht hier unten. Und ich brauche noch so viel. Oh Mist, da fehlen die Löcher. Ich brauche halt auch noch hier so ein... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So ein Braubereich. Für Tränke bei Kämpfen. Ich schnorr mir halt immer Tränke. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich möchte die mal selber bauen. Ach genau, und wer quasi in die Gilde kommen möchte, Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und zwar zum Discord. Da gibt es quasi extra für Skyblock was. Ich glaube aber auch, dass die fast voll ist mittlerweile. So, 6 Minuten 38 können wir noch fliegen. Sea Lanterns waren da hinten. Und Treppen glaube ich auch. Da sind sie doch. Ah, 28 könnte eng werden. Geh nochmal eben raus. Und zwar nach... Ja, genau, hier hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Könnte reichen, mal eben craften. Ich mache einfach mal hier 32. Und wir haben Quarz-Stairs. So. Wo haben wir es? Da hinten. So, Sea Lanterns. Licht ist da, dann machen wir jetzt hier die rein. Jetzt überlege ich gerade, soll ich in der Mitte, damit halt der Raum nicht so groß und so allein aussieht, vielleicht noch was reinbauen? Warte mal kurz, wenn ich hier so mache. So. So vielleicht. Ich glaube, das wäre schon ganz cool. Oh nein, boah. Quarz ist einfach so schnell weggearbeitet wieder. Muss ja ganz kurz gucken, wie es aussieht. Ja, ich glaube, so sieht es cooler aus. Dann ist es nicht so, dann hat man nicht so eine mega riesige Decke, sondern hat auch ein bisschen Struktur drin, was auf jeden Fall cool ist. Genau, wenn wir das jetzt halt überall machen, dann geht's. Ich mache jetzt einfach mal die Reihe hier fertig, dann sehen wir das mal von außen. Braucht zwar im Endeffekt viel, viel mehr Blöcke so von allen, aber ist trotzdem cool. Und dann hier nochmal hin. Vielleicht kann da auch nochmal irgendwie, vielleicht machen wir da auch noch Quarz rein oder was Dunkleres. Was Dunkles lohnt sich, glaube ich, nicht, ne? Ne, lassen wir so. Alles gut. Und jetzt fliege ich mal ein bisschen. Man hört die ganze Zeit Schritte. Das sind aber die Minions, die hier arbeiten. Die armen Minions. Oh. Ist die Frage, wer man lieber wäre, ne? Der hier einfach immer den ganzen Tag farmt und seine Ruhe hat. Und zwischendurch einfach in der Kiste wohnt. Oder ob man der Drachentöter ist. So. Ja doch, das war viel, viel besser. Ja.
glaube, das kann man lassen. Jetzt bin ich sogar fast dafür, hier noch Säulen hinzumachen. Ah, machen wir später. Ne, Säulen machen wir nicht. Die stören beim Laufen, stören beim Fliegen. Säulen wird echt Quatsch. Da gehen sie wieder ab. Die kleinen Minions. Dann hier noch. Aber ich glaube, die Sea Lantern an der Stelle ist genau passend, glaube ich. Wenn man mal guckt, ist schon sehr, sehr dunkel. Und zwar genau da an der Stelle, weil da, wenn man jetzt mal genau guckt, hier bei den Sea Lanterns, ist da halt kein Licht. Und deswegen wäre das echt passend. Hier oben drauf auch. Und jetzt, bam. Alles hell. Warte, machen wir auch so mal. Ist der? Ja, doch, ist. Ist der drin? Ja, er ist drin. Und dann noch 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir schon mal Licht überall am Start. Boah, das ist voll schön. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich aus Thumbnail machen soll. Ich glaube, ich mache einfach die Farm da drauf, weil die echt cool aussieht. Und weil wir hauptsächlich die Farm gebaut haben. Das ist gut. Wobei die Minions standen ja schon die ganze Zeit. Die haben übrigens alle Super-Compactor drin. Das heißt, sie basteln sofort das verzauberte Ding. Was sich auch mega lohnt, weil so können wir quasi die Minions da stehen lassen. Dann noch die Reihe. Und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Und ich glaube, über 20 gibt's. Ich weiß, ich glaube, 24 Slots nicht. Ich glaube, dann können wir hier noch zwei reinmachen oder eine. Ah, da ist das aber nicht gleich, ne? Oh Mann, jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe keine Steine mehr. Nochmal zurück. So, und wenn ihr wollt, ich bin wahrscheinlich in den Kommentaren jetzt gerade aktiv. Also, wer irgendwelche Fragen hat, ruhig reinschreiben. Normalerweise sollte ich das relativ schnell sehen. Und wer sich wundert, bei Kommentaren, die ich quasi gelesen, gecheckt habe, da ist meistens auch ein Herz dran. Das mache ich quasi mehr oder weniger für mich. Das bedeutet eigentlich, dass ich das wahrgenommen habe und, ja, wenn es geht, beantwortet habe. Alles kann ich natürlich nicht beantworten. Manche Fragen sind echt weird. Aber manche Fragen, die kann man schon beantworten. Also, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare rein. Und schön aktiv sein. So, guck mal, jetzt haben wir das fertig. Und daran sieht man jetzt auch wieder, wer jetzt einen Kommentar schreibt und das mit den Herzen weiß, wer bis zum Ende geblieben ist und wer nicht. Komm, die Reihe machen wir noch durch. Super XXL. Oh nein, Deckenfolge. Boah, brauchen die lange, Alter. Weißt du, hört sich an wie Glas, aber man muss voll lange hauen. Und jetzt noch ein paar Treppen. Und dann haben wir es doch schon. Da haben wir zumindest die Hälfte fertig. Die andere Hälfte werden wir dann im Livestream machen. Eventuell heute Abend. Aber ich glaube, heute ist Mittwoch. Da müsste eigentlich was anderes im Livestream laufen. Weil nur Minecraft ist er nicht. Auch wenn es cool ist. Da früher habe ich zweimal die Woche gestreamt. Und da war Sonntag nur Minecraft. Und sonst gab es gar kein Minecraft. Mittlerweile ist das schon super häufig. So, auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Hinter mir seht ihr quasi, oh mein Gott, den fertigen Minion-Bereich. Und deswegen würde ich sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss!